Ja, grüße Gott, die lieben Leute. Werte Farmer, Landwirtschaftsratten. Ach, so, gut. So, wir befinden uns hier auf dem Meeresfeld. Warte, ich jetzt wahrscheinlich auch gleich ab. Ne, erstmal guten Tag an euch alle hier halt, ne? Ich bin jetzt wieder zurück auf Twitch. Hatte ja versucht auf, ja, auf YouTube. Dementsprechend auch mal ab und zu mal so zu streamen, aber mir ist halt auf, mir ist da was Negatives aufgefallen, was ich halt nicht so gut finde. Und von daher belassen wir das einfach mal und machen einfach unsere Videos hier wie immer, so wie jetzt halt, ne? Die dementsprechend auch nicht allzu lange dann halt dementsprechend gehen, weil ja die Livestreams, die ich ja gemacht habe, die halt ja gleichzeitig oben gelassen auf YouTube. Und ich denke mal, mehr oder weniger fahren wir hier so ein bisschen besser. Ja, wäre mal so jetzt der Plan, wenn es denn mal auch losgeht, ne? Ach so, kann da noch nichts machen. Ich habe ja das noch gar nicht aktiviert. Guck mir gerade ein. So, ach so, ihr seid ja mal hier live dabei. Mir ist ja ein Fauxpas passiert. Was ist mir passiert? Ja, diese Sache ist mir passiert. Und zwar ist das jetzt schon das dritte Mal. Ich wollte eigentlich immer so dabei sein. Alter, das ist hier so ein... Ey, so ein Rotz, Leute. Ja. Jetzt muss ich das versuchen, wieder aufzuraffen. Das ist so schwer, so schwierig. Diese Baustelle mit diesen Blöcke, die da vorne links stehen, da racht mir ständig und immer wieder, racht mir da mein Trecker rein. So, und dann, bumm, zack, liegt er dann auf der Seite mit dem ganzen Dingens. Du musst dann halt dementsprechend wieder versuchen. Gib dir diese Scheiße an. Alter, das ist ja furchtbar, ne? Ihr seid jetzt mal live dabei. Die pure Chaos, Leute, wa? Willst du was zeigen? Willst du was machen? Ja, willst du was machen? Willst du was zeigen? Dann irgendwie klappt das halt nicht. Ich wollte euch ja von meiner Kartoffelernte erzählen. Ja, ich habe jetzt zwei Ernte. Auf Jahren. Kartoffeln. Und wenn ich die Kartoffeln fertig habe, wie jetzt zum Beispiel hier, wenn ich die so fertig habe. Bleib mal so stehen. Ja, wir hatten ja diesen Kniff, hatten wir ja rausgehabt, ne? Ja, dass wir mit dem Trecker hier ranfahren. Voran, Trecker! Hey, du Sack. Ist natürlich immer so eine Sache, aber eigentlich. Ja, ich muss was machen. Ah, ich fahr, wie sick wohl will er hin? Der wollte hier hinfahren, ne? Ne? Gut, okay. So, er fährt. So, ich bin jetzt mal. Jetzt muss ich wieder auf meinen. Na, wie oft klicke ich hier? Leute, oder mal ab hier, Junge, was willst du denn? Das geht ja jetzt, hab ich ein Dings umgefahren. Ist mir auch Schnuppe. Ist mir echt Schnuppe, Leute. Mann. Ja, ich hasse das. Giants, ey, was habt ihr gemacht hier mit die Scheiße hier? Mit diesen Fahrern, die nichts können. Ey, die können gar nichts können, die Fahrer hier, echt. Das ist mir schon so oft passiert jetzt. Fahr los, du Bock! Furchtbar ist das echt, ohne Scheiß, ey. Ich muss... Sag mal, kriegt man hier die Dinger hier nicht rübergeschoben oder so? Ich versuche mal, ob ich die Dinger hier jetzt einfach mal... Ob man die hier rüber kriegt hier. Diese Kappdinger. Ich glaube, kriegt man nicht rüber, oder? Das kriegt man echt nicht rüber. Und überlegt mal, jetzt steht hier mitten auf der Straße, ne? Ist ja kein Wunder, dass man halt dementsprechend hier rüber fährt. Leute, ihr seid hier live dabei. Ich wollte nicht was anderes sagen, aber ihr seid jetzt live dabei. Lassen wir das hier so.
Krass, wa? Absolut. Ja, und wie auch sei, bin ich jetzt wieder auf Dings gelandet, auf Twitch gelandet. 30 Band an Vic da. Könnt gerne, ja, ihr könnt mich gerne mal suchen. Ja, ich werde mal den Link dazu weg mal in der Beschreibung reintun, sodass ihr halt wisst, wo treibt sich jetzt der Bengel rum. Also Bauer sucht Frau. Ne? Wo ist er? Wo treibt er sich rum? Ne? Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ja, ich denke mal auch jetzt, ich bekomme jetzt eine Kamera jetzt demnächst, alles im Eilen. Wenn ich jetzt auf YouTube streame, da sind die Anforderungen doch ein bisschen extremer als wie auf Twitch, dass ich da eventuell auch Probleme kriegen könnte. Ja. Und ich habe auch schon gemerkt, dass die Qualität, wenn ich jetzt den Stream auf YouTube lasse, dass der nicht so gut ist, wie wenn ich ihn jetzt rendern würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sache hier von, sag mal, wir bleiben sicherlich jetzt noch eine Weile hier drauf. Ich nehme das Video erstmal auf und so weiter und so fort, dass beim Rendern das dementsprechend doch ein bisschen besser wird. Also dass die Qualität besser wird. Ja? Wir fahren, hier ist mein Hof. Oh. Wuhu, yippow, break down, was a big drop down, was a big turn, was a big down. Gut, alles klar. So, jetzt können wir hier bleiben. Ja, zack. Gut, was ist mit ihm, Check, jetzt hier los? Ja, die sind alle voll. Okay, er wartet schon da vorne. Gut, wir liefern erstmal ab. Ja, also zwei Aufgaben mit Kartoffeln. Habe ich die fertig? Da haben wir 38.000 auf der Ehenernte Dings und dann haben wir... Oh, hier muss ich schon wieder aufpassen, dass ich hier nicht wieder rinrache. Dieser Baum, der ist ätzend. Da musst du aufpassen. Wenn du da rinrachst, dann hast du Probleme. Was wollte ich überhaupt jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Könnt ihr mal den Faden aufgreifen, liebe Leute? Was wollte ich eigentlich sagen jetzt? Oh Gott, ich muss schon wieder vergessen. Halt, sei mal. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier sagen wollte. Ach, Manu, ist das scheiße. Also er fährt hier jetzt ziemlich gut wieder hin und zurück, also. Das ist ja nicht schlecht, ne, also. Der fährt auf der 32. Wer ist denn auf der 32 jetzt? Ach, der Rote, wa? Ja, dann lassen wir das einfach mal so. Dann kann der nämlich auf der 32 bleiben. Ist der Rote hier bei mir? Also der Rote heißt, mein Trecker... Mein grüner Trecker, mein guter Trecker, muss ich dazu sagen, mit meinem großen roten Anhänger. Deswegen kriegt der oder hat der die Bezeichnung der Rote gekriegt. Ne? Ja. Wie gesagt, ich denke immer, dass hier jeder eine gewisse Kennzeichnung mit einem Namen so kriegt oder so ähnlich. Ja. Von daher passt das schon. Ja, na, wie auch so, ich glaube, von YouTube wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Ja. Und wenn ich jetzt auf Twitch halt dementsprechend jetzt die Kamera habe, dass es doch da auch, ich sag mal, von den Sachen her besser ist. Dass es auch von der Qualität besser ist. Wie gesagt, ich spare mir da auch ein bisschen. Zwar nicht unbedingt jetzt alle zeitaufwendig, ist es nur, wenn ich jetzt schneide, wenn ich die jetzt die ganzen Sachen schneide, zusammenschneide, Render und so weiter. Was ist denn die 42? Achso, da ist Dings, okay. Ja, das ist nämlich das, was ich jetzt sagen wollte. Das. Also mehr als eine Zeitaufwendung, als mehr, wenn ich auf Twitch bin und die Videos dann dementsprechend Render halt. Ne? Aber wie gesagt, bei drei Livestreams, die ich gemacht habe auf YouTube jeweils, keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich denn gemacht? Jeweils 3, 5, 8 Stunden hatte ich nie jemand gehabt, der mal kurz mal guten Tag gesagt hat. Oder überhaupt. Ich meine, mir ist das egal. Mir ist das auch jetzt auch hier eher, ja, mehr oder weniger egal, wer da ist oder nicht. Ich streame trotzdem weiter. Und ja, dann ist es so. Ist er fertig? Nee, reicht genau ja nicht. Okay, alles klar. Was wollte ich denn jetzt machen? Hier ist der Rote. Ja. Lol. Was ist denn hier? Aber heutzutage sind die Anforderungen von so einem Streamer eigentlich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, nach was man geht. Ja, nach einer Stimme oder was. Guckt man sich Streams an, wo die Stimme irgendwie so passt oder so. Ich weiß nicht.
Also ich finde, ich habe irgendwie so eine hässliche Stimme. Aber ich glaube, wenn man sich selber mal so hört, hat man irgendwie so eine kleine hässliche Stimme. Ne, oder? Denke ich mal, oder? Oder? Ja, also zumindest sieht das mir so. Also eine gute Stimme? Weiß ich nicht. Habe ich eine gute Stimme? Ich versuche auch ziemlich ohne Fehler zu sprechen, liebe Leute. Gelingt mir nicht immer, weiß man, Jacke. Ja, und wie dem auch sei, werde ich jetzt in Zukunft wieder auf Twitch streamen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Die Leute, die wirklich jetzt hier mal in meinem Live waren. Ja. Ja. Da ist er ja, da ist er ja. Ja, so sieht's nämlich aus. Denn denke ich mal, so die Länge von den Videos, die ich in Zukunft so auch jetzt so hochlade, werden dementsprechend, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde sein. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie lange ich jetzt hier und bin. Wie lange bin ich jetzt schon hier wieder am Umdatteln? Das weiß ich schon wieder ja nicht. Ich bin jetzt nicht so, wo ich auf der Uhr gucke und ach, jetzt bin ich auf 15 Minuten aus oder auf 20 Minuten, wenn es halt dementsprechend länger dauert, dann ist es einfach mal so. Wir werden jetzt nach meiner Uhr, werde ich jetzt noch 13 Minuten online sein. Also nicht online sein, jetzt in dem Sinne, also jetzt spreche ich jetzt für das Video halt, ne? Also, ernten, was der Zeug hält, Kartoffeln ernten, Leute, ne? Ist ja nicht, wie das bei euch aussieht mit Kartoffeln. Was isst ihr immer gerne so, wenn was heißt mit Kartoffeln? Heute zum Beispiel gibt es bei uns Veggies. Ich glaube, sind Veggies auch aus Kartoffeln gemacht. Ja, ist ja auch so eine Art Pommes frites, aber sind halt keine Pommes frites, sind Veggies. Gibt es heute Abend bei uns zu essen. Ja, grüße ihn raus an meine Ela, also an meine Frau. Also Bauer sucht Frau, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja. So, und hier müssen wir aufpassen, wie wir fahren. War das nicht hier? Das war jetzt auf das. Ey, kommt aber auch wieder. Das war jetzt hier, passen wir wirklich mal auf. Ja, freie Fahrt. Du kriegst eine freie Fahrt und zwar hier rüber. Genau. Zack, da ist er. Boom. Jetzt bleiben wir einfach mal hier, um das wieder zu vermeiden, dass der da wieder hängen bleibt. An diesen Rollern oder was weiß ich, was das ist. Und wer mich wirklich jetzt in Zukunft auch mal sehen will, wie ich jetzt auf Twitch bin, ja, ihr könnt gerne rüberkommen auf Twitch. Da bin ich auch so live. Und da gehen dann halt dementsprechend meine Livestreams ja dementsprechend auch länger, als wie das Video jetzt hier geht. Ja. Und ja. Dann lade ich euch jetzt hier mit mal ein, auf meinen Twitch rüberzukommen. Lasst uns einfach eine Community aufbauen mit 20.000 Leute. Ungefähr 20.000. Also wenn wir 10.000 hätten, dann wäre ich schon zufrieden. Ich wäre schon zufrieden, wenn BMW-mäßig 10 Leute hätte, die hier gucken würden. Aber ist halt immer nicht so. Weil, wie gesagt, die Anforderung eines Streamers, ich weiß nicht, ja, kein Plan, nach was man hier alles so geht. An die Qualität des Streams. Aber naja. So, ich übernehme mal kurz mal hier. Da vorne kommt doch. Das steht aber auch wirklich im Weg hier, diese. Ich weiß nicht, stand das immer schon hier im Weg, ey. Keine Ahnung. So, jetzt lasse ich ihn wieder alleine fahren. Stand das immer schon so. Also Leute, ohne Scheiß, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Du kannst alleine. Ich gebe dir mal ein Dingens. Der Kollege fährt da hinten mit zu sehen. Oh, der wäre zum Beispiel ein muted Bild für ein Thumbnail. Also jetzt nicht, aber da, wo der so fährt, da hinten. Also so hier, so von der Seite. Ja, Thumbnail. Klick! Und schon habe ich ein Thumbnail zusammen, Leute. Wo sind wir denn jetzt? Du fährst, okay, alles klar. Wo ist denn der?
Du bist der? Ich suche einen ganz bestimmten, liebe Leute. Wo ist denn der jetzt? Alter, wie der hier fährt, ne? Aber zumindest nimmt er eine Abkürzung. Den ich da suche, der steht da. Da steht er doch. Da, die, zu denen wollen wir. Ist er heute 32, ja. Ist er 32, ist 32. Ist er. Ist er. Na klar, ist er. Ist er. Ne? Kann er? Kann er? Ist er? Kann und ist er. Genau, Leute. Ist er. Gut. Alles klar. So, und jetzt werde ich mich mal wirklich mal zusammenreißen. Aber ich kann das nicht. Ich kann mich nicht so verstellen, wie viele das machen. Geht nicht. Von daher mache ich das doch nicht. Ja? Ich bin Icke und ich bleibe so. Ja, 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 ja. Du bist an die Reine. Siehst du das hier? Kannst ruhig um einen Daumen da oben geben. Laume. Grüße Reini. Ja, und schöne Grüße an Jette. Und wenn ich schon mal dabei bin, Leute zu grüßen, ich grüße meinen Bruder. Meinen anderen Bruder natürlich. Oh, hab ja zwei Brüder. Ja, wir müssen bitte, wenn man nur ihn grüßt. Gut, wem grüße ich noch? Klaus, mein Kumpel. Klaus, grüße nach Bad Sebersdorf. So, wem grüße ich denn noch? Reini Habeck. Jana, Kilo. Grüße ihn raus. Wer denn noch jetzt hier? Ingo. Ingo Böhlt. Ja. Inge. Oh Gott. Ingo. Ingo und Birgit, beziehungsweise Birgit, haben ja eine Patenschaft im Leipziger Zoo. Was war denn das jetzt? Das war eine Katze, ein Leopard? Ich weiß es jetzt ja nicht so genau. Ja? Also wie gesagt, grüße ihn raus. Und ich grüße auch so jetzt hier die Leute, die jetzt in dieses Video gucken. Seid mal herzlich gegrüßt, liebe Leute. Ja? Warte mal kurz. Halleluja. Das wäre auch ein geiles Bild für den Sandmüll. Wir fahren jetzt aber nicht los, ne? Alle, wir fahren jetzt. Oder fahren wir los? Nee, ist doch nicht voll. Also, ist voll der Grußstream hier heute, beziehungsweise das Grußvideo. Indem ich jetzt das Video mache, streame ich ja auch gleichzeitig auf Twitch. Ne? Ja, da bin ich live. Live vor Ort, Leute. Ne? So, also, wir machen jetzt noch ein paar Minuten. Ich muss mal gucken, wo blickt das. Bin ich schon wieder da gelandet? Na klar, bin ich schon wieder da gelandet. So. Ablieferungsmaßnahmen werden unverzüglich eingeleitet. Ha? So, was machen da meine Gewächshäuser? Ich weiß ja nicht, wo ich da sehen kann. Was ist mit meinen Hühnern los? Hühner, habt ihr nicht mehr zu fressen? Gesundheit ist 100%. Zu fressen haben sie auch noch. Dann legt mal ein bisschen mehr Eier da. Was ist mit euch los? Vielleicht hängt das ja auch was mit dem Wetter zusammen. Ja, also wie gesagt, wir haben hier 30 Grad. Vielleicht liegen ja meine Hühner bei 30 Grad keine Eier. Ja, Leute, Kartoffelernte ist natürlich ein bisschen krass, war. Also wie gesagt, wenn ich die ab hier dingst habe, dann heißt es Cash, Kaching. Dann haben wir Kohle, haben wir fast 300.000. Und dann, Leute, seht ihr jetzt wahrscheinlich im nächsten Video, was da kommt. Da könnt ihr euch schon mal wirklich darauf vorbereiten, dass wir uns wieder Zeug zulegen. Ob es jetzt ein Feld ist, ob es Tiere sind. Tja, Leute, das kann ich euch überhaupt nicht sagen. Lasst euch da mal ohne Scheiß überraschen. Wo hatte ich denn den jetzt gehabt? Achso, der war auf der Dings, wa? Der war... Hier war er. So, und der andere müsste ja dann auch höchstwahrscheinlich gleich kommen. Der steht hier. Alter, was hat der denn jetzt hier mit den Normfahre? Alter, der hat ja. Meinen Briefkasten hat der aufgeschlitzt. Hat er umgerammt. Was für ein Deppel, Alter. Ey, was ist das? Das sind so eine blöden Leute, die ich hier fahren lasse. Ohne Scheiß, ey. Ey, wegen dem Ding müsste ich den kündigen. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Giants-Ding, dass die da nicht unternommen haben. Man hätte ja sowas mal fixen können. Dass man halt diese Fahrer vielleicht
ja, ein Fix-Tipp hier irgendwie, dass die sowas nicht mehr machen. Denn ich weiß nicht, warum der jetzt hier 100% für Feld 58 transportiert. Das heißt 105, also weiß ich nicht, ich muss mal gucken. Da ist dieses eine Feld ja denn schon fertig, oder nicht? Ja, Leute, ihr seht ja so von außen, seht ihr ja meinen Hof. Ah, da hinten geht es ja weiter, sind meine Kühe. Das macht schon wieder ja keine Ruhe, dass der hier wirklich hier. Das ist ja schon wieder ein Ding, ey. Naja. Kann man ja ändern, ist halt nun mal so, wa? Nein, der fährt ja richtig hoch da. Nicht, dass der zur Seite kippt hier, der Dingens da. Der Kartoffel. Also die Kartoffelernte. Maschine. So, jetzt machen wir mal die Kiste hier voll. Also hier dauert es ja noch eine Weile, ehe das hier alles fertig ist. Ehe ich das alles abgemäht habe, wird es dann noch eine kleine Weile dauern. Den Freifahrtschein und zwar hier hinten hin. So, wie sieht es hier aus? Oh. Ich muss mal gucken. Da ist gar nichts abgeschlossen, oder? Doch, hier ist abgeschlossen. Problem ist, ich kann jetzt hier nicht aufhören, weil ich somit Dings verliere. Den Trecker und das Dingens. Und die Kartoffeln, die ich hier habe, ja, die sind mal auf alle Fälle noch fertig. Also Mike fertig. Guck mal, da hinten steht er schon. Ja, also ich mach das Pferd hier. Das kann jetzt zum Beispiel so sein, dass auf andere Feld zum Beispiel, ne, was ich jetzt mache, dass da von den Prozenten, von der Aufgabe, dass da ein paar Prozente zum Beispiel fehlen. Ja? Das würde dann heißen, das, was ich jetzt hier nehme, kommt, ist für das andere Feld gedacht. So wäre mal mein Plan. So, und da das ja hier dementsprechend auch noch eine Weile dauert, ihr jetzt dementsprechend wieder Bescheid wisst, wo ich zu finden bin, und zwar auf Twitch, wisst ihr Bescheid. In Zukunft der nächste Stream, denke ich mal, den ich da auch mache, und das nächste Video, denke ich mal, das ich mache werde, wird dann dementsprechend, denke ich mal, mit einer Kamera sein. Da seht ihr denn dementsprechend, denke ich mal, meine Torte. Ja, seht da. Da seht ihr denn halt mein Gesicht. Ob müde, lustig, ob gechillt. Das überlasse ich euch dann mit den Labos hier. Ne? Oder wie auch immer. Also Leute, in diesem Sinne, danke für Zuschauen und danke, dass ihr da wart. In diesem Sinne, chill mit ihr. Und wir haben fast eine halbe Stunde, Leute. Und es reicht. Das reicht.
Das nächste Mal gucken wir dann ein bisschen was ein.